ARD. Tag Leute, Dani hier. Ich schmeiße mich wieder in eine Herausforderung, damit ihr es nicht müsst und die ich mit Hilfe der Wissenschaft hoffentlich meistern werde. Meine Challenge. Ein Podcast von Entschuldigung, Andy. Stopp. Ja. So nicht. Wir brauchen für diese Folge hier einen anderen Einstieg. Felix, okay. Könntest du nochmal neu? Ja, gerne. Meine Herausforderung. Ein Hörstück für die Hosentasche von MDR Wissen. Oh Gott, ey, das klingt ja wie aus dem Mittelalter. Leute, ihr ahnt es vielleicht schon, in dieser Folge versuche ich, ohne Anglizismen zu sprechen. Wir haben da nämlich eine Mail bekommen. Nee, warte mal, Mist. Wir haben elektronische Post bekommen von unseren Hörerinnen Manuela und Florian aus Südtirol. So, und Moment, ich lese sie euch vor. Wir haben einen schönen Vorschlag für eine neue Challenge für Dani. Und zwar im Alltag und in den Radiosendungen kein englisches Wort verwenden, für welches es eine schöne, gleichwertige und geläufige Entsprechung gibt. Wir leiden beide immer ein wenig, wenn wir im Radio Sendungen hören, wo recht großzügig englische Wörter eingeflochten sind, wenn ein deutsches Wort genauso schön wäre. Wir sind keine Sprachpuristen, es darf auch mal Englisch sein, aber eben auch mal Deutsch. Und ich liebe es ja, wenn ihr uns eure Ideen schickt. Echt, haut immer gerne raus, challenge@mdr.de, das ist unsere Adresse. Und ja, wie ist denn das? Kriege ich das überhaupt hin, so eine ganze Herausforderung und eine komplette Folge ohne Anglizismen, ohne sogenanntes Denglisch? Eine Woche lang will ich das durchziehen und den Schlusspunkt bildet der Text für diese Folge hier. Alles in so, ich sag mal, sauberem Deutsch. Geht das? Und gibt es das überhaupt, sauberes Deutsch? Wo komme ich da an meine Grenzen? Wo kommt vielleicht auch die Wissenschaft an ihre Grenzen? Was jetzt zu unserer Sprache gehört und was nicht? Wie politisch ist dieses ganze Thema? Und laufen wir Gefahr, dass die deutsche Sprache früher oder später ausstirbt? Also ihr seht, wir haben viel auf dem Zettel. Los geht's. Oh Mann, ey, das wird richtig schwer. Ich meine, wenn ihr uns schon länger verfolgt, dann wisst ihr, wie ich halt rede, oder? Und deshalb schalte ich an Tag 7 einen neuen Skill frei und der Skill heißt Sport. Let's go. Kleiner Spoiler, Lüge. Alles Lüge. Ich finde dieses Forschungs-Behind-the-Scenes mega spannend. Der Hypothalamus organisiert ganz viele Basics in unserem Körper. Ein anderer Aspekt, den man checken sollte, ist natürlich, hey, lasst uns doch mal im Winter den Druck vom Kessel nehmen und alle ein bisschen mellow machen. Foreshadowing. Meine Güte, ey, als würde ich gleich irgendeinen Shitstorm auslösen oder so. Falls das überhaupt geht. Man kann ja Gefühle selbst nicht einfach wegcanceln. Ich hab's geschafft. Challenge accomplished. Ja, und genauso rede ich auch privat. Für mich ist das einfach normal. Ich verstehe aber auch, dass das zu viel werden kann. Ich habe zum Beispiel neulich so eine Reportage geguckt, so für ein junges Publikum. Und da sagte der Reporter, ich bin hier gerade voll den Sunshine am Enjoyen. Und ich saß da und dachte, Junge, was ist denn mit dir? Also, nee, ohne mich. Mann, ich schreibe gerade einem Interviewpartner. Und will ihm halt sagen, dass der Link, das Wort bin ich schon umgangen, indem ich einfach nur sage, hier entlang geht's zu unserer Videoschalte. ich will ihm halt sagen, dass das einfach in seinem Browser funktioniert. Browser. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Also das geht doch nicht. Es funktioniert einfach über ihre Internetanwendung. Aber Internet? Internet geht klar, oder? Aber was soll der denn denken, wenn ich Internetanwendung schreibe? Der denkt doch, ich bin dumm oder bekloppt. Ja, und wie ich dann später gemerkt habe, Internet ist ja eigentlich auch schon Englisch. Also, das hilft mir nicht weiter. Ja, also es ist ja schon so, dass wir für viele englische Begriffe gar keinen Pendant mehr haben. Das ist Karin Pittner, Professorin für germanistische Linguistik an der Ruhr-Universität Bochum. Sie beschäftigt sich vor allem mit aktuellen Entwicklungen in der deutschen Sprache. Also Sie hatten jetzt gerade den Browser erwähnt, was wäre das deutsche Pendant? Also gerade im Bereich Technik oder in vielen wissenschaftlichen Disziplinen oder Wissensbereichen ist es so, dass der Fachwortschatz im Grunde oft nur noch auf Englisch existiert und gar keine deutschen Pendants mehr gebildet werden. Das heißt, das Deutsche wird dann in der Anwendungsdomäne sozusagen eingeschränkt. Karin Pittner erklärt mir, es gibt Fremdwörter, da ist ganz klar, dass die aus einer anderen Sprache kommen, und es gibt Lehnwörter, die inzwischen eingedeutscht sind und die wir gar nicht mehr als fremd wahrnehmen.
Das Problem ist, der Übergang zwischen diesen beiden Kategorien ist total fließend. Ja, das ist ein sehr langer Anpassungsprozess. Also zum Teil werden die Wörter dann in ihrer Schreibung, in ihrer Lautung angepasst. Also wenn wir zum Beispiel an Fenster oder Mauer denken, da kommt kein Mensch mehr drauf, ohne sprachwissenschaftliche oder etymologische Kenntnisse, dass das Entlehnungen aus dem Lateinischen sind. Die sind eben schon im Althochdeutschen entlehnt worden und in ihrer Silbenstruktur, in ihrer Lautung, in ihrer Schreibung völlig ans Deutsche angepasst worden. Ja, Fenster kommt vom lateinischen Fenestra und Mauer vom lateinischen Murus. Aber haben damals auch Leute gesagt, ach nee, das Wort wollen wir nicht, das nehmen wir nicht, das kommt von den Römern, das machen wir nicht. Wahrscheinlich doch nicht, oder? Und heute sind es ganz einfach deutsche Wörter. Also es hat sich ja nicht irgendwann jemand hingesetzt und Deutsch erfunden, sondern unsere Sprache ist gewissermaßen ein Mischmasch aus verschiedenen anderen Sprachen. Was erstmal fremd ist, wird irgendwann normal. Da sitzt niemand und entscheidet, es passiert oder es passiert eben nicht. Aber natürlich ist das ein gradueller Prozess, deswegen kann man nicht immer eine klare Grenze ziehen. Aber bei vielen Anglizismen heute ist natürlich die englische Schreibung präsent. Wir passen sie eigentlich wenig oder nur teilweise ans Deutsche an. Daran ist dann noch deutlich zu erkennen, dass sie eben neuere Entlehnungen sind und eben auch noch als fremd in der Hinsicht empfunden werden. So, guten Morgen. Tag 2 meiner Herausforderung. Ich erzähle euch jetzt hier einfach mal, was ich so mache, damit ich ein bisschen ins Reden komme. Also, ich bin aufgestanden, ich habe geduscht, jetzt habe ich hier meinen Laptop. Ach, scheiße, oh Gott. Mein Rechner aufgeklappt, so, und ich öffne mein Schreibprogramm und ich öffne mein Programm für, na komm, elektronische Post und ein, hier das Abspielprogramm für Höraufnahmen. Boah, ey, das ist doch bescheuert. Normalerweise würde ich da jetzt sowas sagen wie, oh fuck ey, was für ein Bullshit oder irgendwie sowas. Aber noch nicht mal fluchen darf ich so, wie ich es normalerweise mache. Oh. Also wenn Sie mich privat reden hören oder auch wenn Sie die Podcast-Folgen hören, die ich moderiere, dann werden Sie sehr oft Dinge hören wie, ich struggle da und damit oder das finde ich weird oder was auch immer. Also so rede ich. Inwiefern gruselt es Sie, wenn Sie sowas hören? Also das habe ich mir jetzt mal mitgeschrieben, weil ich struggle, da habe ich jetzt wirklich noch nicht gehört. Das ist interessant. Das ist Holger Klatte, Sprachwissenschaftler und Geschäftsführer des Vereins Deutsche Sprache, dessen Ziel ist es, die deutsche Sprache zu erhalten und zu pflegen. Sie haben selber gesagt, ich struggle. Das hört sich im Deutschen schon mal komisch an. Sie fragen, ob sich das für mich jetzt alles gruselig anhört. Ja, in gewisser Weise irgendwie schon, auf der anderen Seite nicht, weil ich mich ja beruflich auch mit diesem Thema auseinandersetze und weiß, dass der Einfluss der englischen Sprache auf die deutsche Sprache, aber auch auf andere Sprachen übrigens, sehr groß ist. Aber warum ist dieser Einfluss denn so groß? Also für mich privat, so im Kleinen, da kann ich das recht schnell beantworten. Englisch ist einfach ständig um mich herum. Ja? Ich gucke Filme oder Serien auf Englisch. Ich höre Musik mit englischen Texten. Und auch im Netz ist Englisch überall. Ich versuche jetzt eine kleine persönliche Statistik. Ich wische mich jetzt nämlich durch meine Startseite bei TikTok. Und ich mache jetzt einfach mal eine Strichliste, ob Beiträge jetzt... Ja, in welcher Sprache sie halt sind, ja? So, los geht's. Okay, das ist Englisch. Das ist Deutsch. Das ist Deutsch. Das ist auch Deutsch. Das ist Englisch. Am Ende ist das Verhältnis ziemlich ausgeglichen. 52 Beiträge sind auf Deutsch und 48 auf Englisch. Aber warum denn ausgerechnet Englisch? Naja, es ist halt eine der wichtigsten Sprachen der Welt, mit der man ziemlich gute Chancen hat, überall halbwegs zurechtzukommen. Und weil Großbritannien in der Geschichte natürlich eine globale Macht war, mit einem weltumspannenden Herrschaftsgebiet. Aber wenn das so ist, ja, dass globale Macht gleich globalen sprachlichen Einfluss bedeutet, heißt das dann, dass wir demnächst alle, keine Ahnung, Chinesisch in unsere Sprache einbauen oder Russisch? Nein, sagt Karin Pittner. Es gehört nämlich noch mehr dazu. Also momentan kann man natürlich sagen, man sieht schon immer praktisch die kulturellen Einflüsse. Unsere Kultur ist natürlich ganz stark aus dem angloamerikanischen Sprachraum geprägt. Also viele technische Entwicklungen, Trends
komme ja aus Amerika oder im Fall der Popliteratur auch aus England. Also dass unser Wortschatz da einfach auch diese kulturellen Einflüsse spiegelt. Nun ist das Englische natürlich als Weltsprache sehr viel besser geeignet als das Chinesische, weil es eben strukturell relativ einfach ist sozusagen und die Schreibung ist in lateinischen Buchstaben. Also ich glaube, selbst wenn China jetzt die dominierende Wirtschaftsmacht wird, sind eben die Hürden so hoch, also schon allein was die Schreibung betrifft, dass ich persönlich jetzt nicht davon ausgehen würde, dass wir irgendwann sehr viele Sinoismen, also Entlehnungen aus dem Chinesischen haben werden. Und trotzdem, sagt Karin Pittner, kann es sein, dass das mit der Anglisierung unserer Sprache nur eine Phase ist. Ich meine, ganz früher, da war Latein halt das Ding. Und im 17. Jahrhundert, da gab es zum Beispiel die sogenannte à la mode-Zeit. Da war statt Englisch Französisch das große Ding und hatte einen ganz, ganz großen Einfluss auf die deutsche Sprache. Vor allem in Kunst und Literatur und in den höher gestellten Gesellschaftsschichten. Also wie wir reden, das ist immer auch eine Frage des Zeitgeistes. Meine Art zu sprechen enthält also viel Englisch, weil Englisch einfach in meiner Umwelt und in meinem Alltag extrem oft vorkommt. Ich komme gerade von einem Treffen mit einer Freundin, die hat ab morgen einen neuen Job. Ach, nee, darf ich ja nicht, ne? Die hat ab morgen eine neue Stelle, so. Und normalerweise hätte ich halt so Sachen zu ihr gesagt wie, boah, das wird safe richtig geil, wie cool, you go girl und so weiter. Und stattdessen habe ich halt so geredet, ah, das wird klasse, du wirst das richtig toll machen. Und es hat sich fürchterlich steif angefühlt alles. Na, es ist doch auch einfach logisch, ne? Wenn ich 100-mal in einem Lied höre, you are always on my mind, oder 100-mal in irgendwelchen Kommentaren im Netz lese, slay, you go girl, dann erscheinen mir diese Ausdrucksweisen halt als passend, ja, als perfekt zugeschnitten. Also Gewöhnung spielt einfach eine Rolle. Aber auch, mit wem wir reden. Ja, genau. Also wir haben ja verschiedene Register sozusagen, wenn wir mit Gleichaltrigen reden oder Jugendliche mit Gleichaltrigen reden. Zum Beispiel werden sie durchaus anders reden als mit ihren Lehrern oder Eltern. Also dass man sich natürlich schon auf sein Gegenüber dann auch mit seinem Wortschatz einstellen kann. Und wenn man natürlich eine ältere Person, die wenig Englisch spricht, dann damit konfrontiert, dann stellt man die natürlich vor Probleme. Also wenn man da kooperativ sein will, dann wird man sich halt ein bisschen anpassen, auch an den Wortschatz, über den mein Gegenüber verfügt. Bis auf ein Treffen habe ich bisher viel schriftliche Kommunikation gehabt, so aus dem Zuhausebüro. Da hatte ich dann immer Zeit, nachzudenken über das, was ich da schreibe und es eben Englisch frei zu halten. Damit ist jetzt aber Schluss. Schön, dass ihr da seid. Nehmt euch Essen. Was machen wir heute? Hat jemand einen Plan? Ich bin verabredet mit zwei Kollegen zu einer Projektplanung und ich erzähle denen von meiner Kein-Denglisch-mehr-Herausforderung. Und die fangen natürlich sofort an, mich zu ärgern. Wie heißt dieses Ding mit dem roten Knopf, wo man draufhaut? Rotes Stopp-Maschinen. In Spiel-Unterhaltungsshows. Knopf. Nee, das wird auch anders genannt. Taste. Schalter. Da war der Computer-Buzzer schon. Ja, genau. Ja, sehr witzig. Aber ich bin nicht drauf reingefallen. Und trotzdem merke ich aber auch, dass ich gefühlt so ein bisschen langsamer spreche, damit mir nicht doch mal ein Anglizismus rausrutscht. Das hatte ich übrigens schon mal. Nämlich als meine Herausforderung war, reden ohne Ähm. Ob ich das hinbekommen habe, könnt ihr nachhören in der ARD-Audiothek. Jedenfalls, das ist hier gerade saugefährlich, denn in meinem Arbeitsalltag, da lauern viele englische Begriffe, die sich teilweise auch nur schwer ersetzen lassen, ja. Statt Call kann man natürlich Schalte sagen, statt Pitch kann man Projektvorstellung sagen, aber Podcast, Streamingdienst, Flashmic, Take, Live on Tape, Feedback, Review, Cue-in, Fade-out, sind halt so Begriffe, da wird's schwierig. Und da geht's eben darum, das ist was, das findet sich auch schon in antiken Erzählungen, in Ovids Metamorphosen und so weiter, dass Sterben eigentlich nur der Anfang des Lebens ist, so ungefähr. Und wir jetzt gerade quasi so vorgeburtlich sind, es ist so voll... Ich sitze also mit meinen Kollegen zusammen und stelle ein Thema vor, teilweise auch recht spontan. Meine Vorbereitung war mal wieder sehr überschaubar.
und es klappt ganz gut. Sind unsere Gehirne einfach nur in irgendwelche Tanks eingelegt und das hier ist eh nicht echt. Und wenn wir sterben, ist es, als ob wir die rote oder blaue Pille in der Matrix schlucken und dann erst so in die echte Welt kommen oder so. Ja, geil. Klingt irgendwie voll schlau, oder? Und ich lasse dabei die ganze Zeit das Mikrofon mitlaufen, um hinterher zu gucken, ob ich denn auch wirklich sauber geblieben bin, in Anführungsstrichen. Das wurde schon mal angerissen in der Podcast-Folge, in der Krebs-Folge, wo es um Todesangst ging. Scheiße, da habe ich das P-Wort gesagt hier, das Hörprodukt für die Hosentasche. Aber habt ihr gehört, ich habe mich auch direkt korrigiert mit Krebs-Folge. Okay, hören wir mal weiter. Mediziner, einer Medizinerin sprechen und mit einer Person, die in der, und jetzt muss ich ein englisches Wort sagen, weil es heißt so, in der Palliative Care arbeitet. Ja, Palliative Care, also so nennt man das halt, ne? Das ist quasi ein Eigenname. Aber es ja, heißt halt immer so Englisch in der Wissenschaft. Also es lässt sich halt zum Beispiel im Wissenschaftsbereich beobachten, dass die Loyalität der deutschen Sprache gegenüber sehr gering ist. Also zum Beispiel findet heute sogar noch die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft statt und fast alle Vorträge sind auf Englisch. Also daran sieht man, Deutsch hat also im Bereich Wissenschaftskommunikation keinen hohen Wert mehr. Ja, das ist schon absurd, ne? Eine Fachkonferenz der deutschen Sprachwissenschaften und alles ist auf Englisch. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das sind halt die Begrifflichkeiten in der Forschung, ja? Da werden ständig neue Phänomene benannt, genauso ja auch bei irgendwelchen technischen Entwicklungen und so. Aber genauso kann man ja fragen, warum erfinden wir nicht auch ein deutsches Wort, sondern übernehmen dann einfach immer die englischen Wörter? Da kommen wir dann eben zu dem, was Karin Pittner Sprachloyalität nennt. Also wie sehr hängen wir an unserer Sprache, wie fest ist die in uns verwurzelt, wie sehr verfremden wir sie oder formen sie neu. Und diese Loyalität hinkt halt manchmal, nicht nur in der Wissenschaft, sondern zum Beispiel auch bei mir individuell. Meine Art zu sprechen wird geprägt von meiner Lebenswelt und das ist eben die einer halbwegs jungen, urban lebenden Journalistin. Ihr müsstet mal meine Gedanken hören. Also ich glaube, Holger Klatte vom Verein deutsche Sprache würde das kalte Kotzen kriegen. Oh, bei dem Thema habe ich irgendwie ein Bias im Kopf. Oh no. Wer ist denn der neue Kollege? Okay, cut, stop, never fuck the company. Ah, Dani, friendly reminder, heute ist Feedback Call. Ey, oh, was? Fuck, ey, nein. Gehen wir eigentlich am Wochenende auf diesen Rave von dieser einen Crew, wo wir neulich auch schon mal waren? Ah, da müssen wir aber erst noch die Location rauskriegen, ne? Aber warte, ich kenne noch einen vom Awareness-Team. Ja, okay, cool. Ja, so läuft's in meinem Gehirn und das kriege ich auch während dieses Selbstversuchs nicht ausgeschaltet. Es ist halt auch einfach, ne? Wenn es um neue Phänomene geht und es gibt einen Begriff im Englischen, der zeitgemäß und modern klingt, dann kann man den ja einfach übernehmen, statt erst ein deutsches Wort zu suchen oder sogar neu zu erfinden. Aber ich glaube tatsächlich, dass das es sogar Spaß macht. Oder Sie haben das jetzt eine Challenge genannt, könnte auch Anreiz sagen oder Ansporn, dass sie sich eine bestimmte Zeit eben vor allen Dingen mit Deutsch, in deutschsprachigen Wörtern ausdrücken anstelle von englischen Wörtern. Und das hat auch, finde ich, eine, ordnet die Gedanken. Der Sprachwissenschaftler Holger Klatte vom Verein Deutsche Sprache nochmal. Dass ich dann eben weniger gedankenlos daherrede, sondern dass ich mir tatsächlich dann überlege, was genau will ich jetzt eigentlich sagen? Was tue ich, damit mich mein Gesprächspartner auch richtig versteht? Wenn ich zum Beispiel statt eines Links von einem Verweis spreche oder so, den ich im Internet setze. Das ist für mich auch durchaus ein, ja, hat eine sprachliche Befriedigung, dass es eben dort deutschsprachige Wörter gibt, die klar und eindeutig sind. Ja, da ist was dran. Das habe ich schon gemerkt bei meinem Selbstversuch, dass mein Gehirn so ein bisschen auf Touren kommt und es mir durchaus Spaß macht, eben nicht blind irgendeinen Anglizismus zu benutzen, sondern kurz zu überprüfen, warte mal, geht das auch auf Deutsch? Und ich beobachte, glaube ich, auch genauer. Ich fühle genauer nach, so, was will ich denn genau sagen? So als ob manche Anglizismen Worthülsen wären, die ich halt schnell mal raushaue, ohne genauer drüber nachzudenken, ob sie eigentlich wirklich genau das treffen, was ich sagen will. Und der Verein Deutsche Sprache, der bietet dafür sogar eine Stütze, nämlich den Anglizismenindex. Ich gucke hier gerade so durch und schon auf der ersten Seite, ja, da wird vorgeschlagen, abgefuckt, soll man nicht mehr sagen, sag ich total oft. Stattdessen soll man sagen, ich bin entlustet. Aber hallo, wenn ich irgendwie mit meinen Freunden feiern bin, dann sage ich doch nicht, oh, ich bin total entlustet. Dann sage ich, ja, Leute, ich bin abgefuckt, ich gehe nach Hause, tschüss.
Oder, also wir sind immer noch auf der ersten Seite, ja, anderes Beispiel, abtörnen. So, oh, das ist ja voll der Abtörner. Nee, stattdessen kann man sagen, das ist ja voll die Enthöhung. Entschuldigung, aber so redet doch keiner. Ja gut, man könnte statt Enthöhung auch sagen, das gefällt mir nicht, das zieht mich runter, das stößt mich ab oder was auch immer. Ja, es ist zum einen eine ganz persönliche Frage. Das heißt, je nachdem, in welchem Umfeld man arbeitet, man aufgewachsen ist oder in dem man sich bewegt, ist abhängig davon, inwiefern man mehr Englisch oder weniger Englisch spricht. Es hängt auch von den verschiedenen Situationen ab, in denen man kommuniziert, natürlich. Deswegen ist überhaupt nicht das Ziel, dass jetzt die deutsche Sprache rein von anderen Einflüssen gehalten werden soll. Das geht auch überhaupt nicht, weil die deutsche Sprache mit fast 100 Millionen Sprechern, die sie also muttersprachlich sprechen, so groß ist, dass sie natürlich auch aus verschiedenen Sprachen Einflüsse aufnimmt. Für den Verein hängt am Thema Sprache noch viel, viel mehr dran. Aber Holger Klatte hat ja gerade selbst gesagt, 100 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen. Und jede und jeder einzelne von denen trägt eigene Einflüsse in diese Sprache hinein. Es ist doch klar, dass da Veränderungen passieren. Gleichwohl, Sie haben völlig recht, ich will Ihnen da gar nicht widersprechen, dass sich eine Sprache auch entwickelt. Trotzdem glaube ich, dass wir als Sprachgemeinschaft nicht nur ein Anrecht oder auch vielleicht sogar ein bisschen die Pflicht haben, dass wir unsere Sprache, die ja auch ein Kulturgut, einen kulturellen Wert darstellt, dass wir diese Sprache weiterentwickeln, dass wir uns daran beteiligen, den Wortschatz auszubauen und dass wir sie an unsere nachfolgenden Generationen weitergeben. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als Gesellschaft oder als Sprachgemeinschaft auch haben, weil eben unsere Sprache auch eine, ja, sie hat ja ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Funktionen. Nicht nur, dass sie uns irgendwie zusammenhält, dass wir da einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, den man sprechen muss, um hier am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das ist, glaube ich, etwas, wofür man sich auch einsetzen kann. Wenn wir nicht mehr ordentlich Deutsch reden, ja, ordentlich, dann, ja, was ist denn dann? Sind wir dann nicht mehr deutsch genug oder gar keine Deutschen mehr? Und ist Deutschreden etwas, das bewahrt werden muss von fremden, in Anführungsstrichen, Einflüssen, das irgendwie sauber gehalten werden muss? Das hat doch schon den Anklang einer ganz bestimmten politischen Färbung. Und genau diese Färbung wird dem Verein Deutsche Sprache vorgeworfen. Der Gründer und erste Vorsitzende des Vereins, Walter Krämer, der schreibt etwa in der Mitgliederzeitschrift solche Sachen wie Meinungsterror der weitgehend links gestrickten Lügenmedien. Das klingt doch total nach Pegida, das klingt nach AfD. Und ja, Volltreffer. Beim Verein Deutsche Sprache sitzt zum Beispiel eine AfD-Kreistagsabgeordnete im Vereinsvorstand. Und ein anderes Vorstandsmitglied, das inzwischen aber ausgetreten ist, war beim Rechtsextremisten-Treffen von Potsdam dabei. Ey, das klingt genau nach dem, worauf ich so gar keinen Bock habe, ja? Nach Deutschtümeleien, nach rassistischer, fremdenfeindlicher, nationalistischer Scheiße. Und ich konfrontiere Holger Klatte auch mit diesen Vorwürfen. Ja, das ist genau das, was wir eben besprochen haben, dass solche Themen eben häufig mit Deutschtümelei verbunden werden. Und da ist natürlich auch eine Aufgabe für uns, dass wir uns da eben in der Mitte positionieren, dass wir die Politik in dem Fall da rauslassen, dass wir, wenn man sich zum Beispiel ganz einfach einen deutschsprachigen Begriff wählt und diesen anstelle eines Anglizismus vorschlägt oder verwendet, dass man da eben nicht gleich an Parteizugehörigkeit denkt, sondern dass das ganz im Sinne einer Sprachpflege, einer Beteiligung an Sprachentwicklung damit zusammenhängt und dass das Thema eben nicht so politisch gesehen wird, wie es derzeit eben häufig gemacht wird. Das ist mir auch ganz wichtig. Ist gekauft. Sprache und Sprachbewahrung haben eine unpolitische Komponente. Aber zu sagen, das Thema ist unpolitisch, da macht man es sich dann doch irgendwie ein bisschen zu einfach. Ich meine, wir zerfetzen uns in Debatten über geschlechtergerechte Sprache, über Sternchen und Binnen-Is oder über diskriminierende Wörter wie das N-Wort oder das Z-Wort.
und der Verein Deutsche Sprache hat da einfach schon einige Böcke geschossen und steht dadurch eben in der Kritik. Nicht nur politisch, auch sprachwissenschaftlich. Einige Forschende werfen dem Verein Sprachpurismus vor, also den Wunsch, die deutsche Sprache reinigen zu wollen. Aber auch hier wieder die Frage, wo soll denn da die Grenze sein? Was gilt denn als neu und sollte vermieden werden? Und welche Wörter sind alt genug, um bleiben zu dürfen? Also sagt man dann, hey, so wie wir, keine Ahnung, 1960 geredet haben, das war gut, alles, was danach gekommen ist, soll weg. Also, ich verstehe die Idee, die deutsche Sprache bewahren zu wollen, aber in der Praxis ist das doch total diffus, weil Sprache an sich halt total diffus ist. Hi, Erik. Nee, Moment. Hi. Hey. Oder ist hey auch? Ne, komm, hey ist ein Ausruf, oder? Das geht klar. Hey, Erik. Voll schön. Das Wochenende steht vor der Tür und ich breche mir mal wieder einen ab beim Nachrichtenschreiben. Der Party geht dann auch nicht. Feier klingt aber komisch. Feier klingt irgendwie wie so, keine Ahnung, Sportverein, 10-jähriges Bestehen, da machen wir eine kleine Feier. Voll schön, dass du Samstag mit tanzen kommst. So. Ich habe Tickets. Ticket ist das denn auch schon? Ich habe Eintrittskarten, was? Ich habe Karten, ja, muss ich ja. Ich habe Karten für uns alle geschossen. Wir treffen. Da ließen sich die Anglizismen dann ja doch umschiffen. Aber ein bisschen oll klingt das schon, oder? So, hallo, ich habe Karten für die Feier. Mann, ey, der Typ, der liest das doch und fragt sich wahrscheinlich, oh, was ist denn mit der? Wie redet die denn? Also wir haben natürlich eine gewisse Tendenz, uns auch originell auszudrücken und neue Ausdrucksweisen zu suchen. Und die stammen eben dann sehr häufig aus dem Englischen, weil das Englische einfach eine Sprache ist, die modern wirkt, die ein hohes Prestige hat und deswegen von vielen Sprecherinnen des Deutschen auch eben auch in deutsche Sätze eingeflochten wird. Und es ist noch mehr, sagt die Sprachwissenschaftlerin Karin Pittner. Durch Sprache signalisiere ich, welcher Gruppe ich mich zugehörig fühle oder wo ich mich abgrenzen will. Die reichen Bürger im 17. Jahrhundert zum Beispiel, ja, die haben vermutlich auch deshalb gern Französisch geredet, um sich abzugrenzen vom einfachen Volk, vom Pöbel, ja. Oder nehmen wir doch ein Beispiel, das ein bisschen zeitgemäßer ist. Also in der Jugendsprache kann man das ja sehr stark beobachten, dass eben sehr viele Anglizismen verwendet werden. Und die Jugendsprache hat ja die Funktion, so ein In-Group-Feeling zu erzeugen, also Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, die sich oft auch an bestimmten Sportrichtungen oder Musikrichtungen orientiert und da so ihren eigenen Fachwortschatz sozusagen haben. Das ist ja auch ganz wichtig, so sich von den Erwachsenen, von der Standardsprache sozusagen abzugrenzen. Und da spielen die Anglizismen schon auch eine sehr große Rolle, wenn man sich die Jugendwörter des Jahres anschaut. Letztes Mal waren auf den ersten 3 Plätzen 3 Anglizismen. Also dass das wirklich die Wörter mit dem hohen Prestige sind, die die Jugendlichen auch verwenden wollen. Das zeigt, finde ich, wie sehr eben auch der Kontext bestimmt, wie wir sprechen und wie wir damit ankommen. Die Sozialpsychologin Christiane Schöhl und ihre Kolleginnen und Kollegen haben dazu 2012 eine ganz interessante Untersuchung gemacht. Da kam raus, wer deutsche statt englischer Begriffe benutzt, wirkt kompetenter. Es sei denn, es geht um englische Begriffe aus dem Berufskontext. Dann dreht sich das nämlich und es wirken die Personen kompetenter, die schön die Anglizismen rausballern. Ja, und Anglizismen rausballern ist ein gutes Stichwort. Genau das mache ich nämlich, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin. Zum Beispiel heute, meine Küche ist voll mit Menschen. Später wollen wir noch weiterziehen. Und als ich das Mikrofon raushole, um eben festzuhalten, ob ich sauber bleibe und ohne Anglizismen rede, ja, was passiert? Natürlich versuchen alle sofort, mir irgendwelche Fallen zu stellen. Stage. Wo gehen wir heute noch hin? Wir gehen tanzen. Ja, wo denn? Der Laden heißt Conner Island. Das und ist ja ein Eigenname. Was passiert da? Da tanzen wir voll und trinken und haben Spaß. Wozu tanzt man denn da? Zu elektronischer Musik. Das hatten wir ja auch vorhin schon mal, ne? Es ist schon eine Aufgabe fürs Gehirn, nach Anglizismus-Alternativen zu suchen. Und ich überlege immer so eine Millisekunde länger, bevor ich den Mund aufmache. Und wo tanzen wir im Sommer? Auf so... Sehr gut. Im Sommer tanzen wir auf illegalen Freiluftveranstaltungen.
In dieser Nacht endet meine Herausforderung. Und vielleicht denkt ihr jetzt, oh krass, ich habe von Dani wirklich in der ganzen Folge nicht einen Anglizismus gehört. Ey, richtig gut gemeistert. Ja, danke, aber das stimmt nicht. Ich bin an dieser Aufgabe schon richtig früh gescheitert. Wahrscheinlich ohne es zu merken schon am ersten Tag, als das Mikro gerade halt mal nicht dabei war. Allein schon durch so für mich alltägliche Begriffe wie okay oder sorry oder fuck. Begriffe, die ich auch einfach oft im Affekt sage, ja. Da kann ich mich gar nicht so bewusst kontrollieren. Also, und jetzt darf ich es ja wieder sagen, Challenge nicht geschafft. Fail. Ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, hey, unsere Sprache ist so schön, lasst uns dafür sorgen, dass sie nicht verloren geht. Das geht voll klar. Ich finde aber auch, genauso geht es klar, wenn ein das einfach gar nicht juckt und man sein Ding macht. Wenn ich mich wohlfühle, dann rede ich halt, wie ich rede. Da ist viel Englisch dabei und solange die Leute mich verstehen, passt das doch. Wir müssen uns halt einstellen, ja, so mit wem rede ich gerade? Versteht die Person meine englischen Begriffe und wenn nicht, dann switche ich halt. Also das passiert doch, glaube ich, mehrmals täglich und ist wirklich kein großer Aufwand. Ich glaube, es ist auch müßig, sich gegen Einflüsse aus anderen Sprachen stemmen zu wollen, weil Sprache eben so viel mehr ist als Verständigung. Sie ist Identifikationsmerkmal, sie ist ein Instrument, um uns abzugrenzen, eine Bühne für unsere Persönlichkeit, ein Abbild der Kultur und Medien, mit denen wir uns umgeben, ein Teil unserer globalisierten Welt und bei all dem immer im Wandel. Ich meine, dass wir in Deutschland ein gemeinsames Hochdeutsch sprechen, das ist noch nicht so lange so und das wäre vielleicht nie passiert, wenn Sprache nicht formbar und in Bewegung wäre. Mehr dazu hört ihr in der Folge Was ist Deutsch? Aus der Bayern 2-Reihe Alles Geschichte findet ihr in der App der ARD Audiothek. Und da hören auch wir uns in 2 Wochen wieder, würde ich vorschlagen. Das wäre schön. Props gehen noch raus ans Team hinter dieser Folge. Frauke Thesen, Thomas Jehn, Carsten Möbius. Und auch die freuen sich immer über eure E-Mails mit Feedback, Themenvorschlägen oder einfach lieben Grüßen. challenge@mdr.de. Das ist unsere Mailadresse. Und ich sag tschüss. Bis bald, Leute. Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.